Hier vorne ist eine verunglückte Leitplanke, weil hier so ein Vulkangestein hier draufgefallen ist. Genau, das ist wahrscheinlich von da ganz hinten hier hergekommen und hat das hier kaputt gemacht. So, wir gelaufen jetzt zum Ätna. Das ist direkt vor uns, da drüben qualmt das schon. Das ist richtig geil, da steigt Rauch auf. Hier vorne ist, glaube ich, der erste Lavabrocken. Der fühlt sich voll komisch an. So eigenartig, als ob das nicht von hier stammt. Der ist voll fett. Hier, Ätna-Kaktusse. Guck mal, von dort unten kommen wir. Dahinter ist Mittelmeer, also da, wo wir vorhin waren. Und hier vorne ist eine verlassene Hütte. Und das fängt an, so langsam zu tropfen. Und das wird immer dunkler. Vielleicht werden wir dort pennen, aber mal sehen. Ja, genau, hier vorne ist diese Hütte. Das ist alles hier mit Steinen übersät. Und das hängt hier durch. Und hier ist sogar ein Loch. Diese ganzen Steine und Müll muss weg. Alles, um unser Schlafplatz zu sauber zu machen. Kannst du mit deinem Bart vielleicht noch so die letzten Reste so wegfegen? Mit einer Hand, Schaufel, Hand. Ich versuche es, aber. Wir haben sogar einen kleinen Besen. Boah, das ist eine richtig beschissene Luft da drin. Jetzt. Ja, perfekt zum Schlafen. Ja. Prüfen, ob wir danach Lungenkrebs und sowas bekommen. Und Nasenscheibenhautentzündung, was dann in die Hirnhaut reingeht. Ja.